Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute haben wir keinen neuen Event im klassischen Sinne, sondern wir haben neue Teambuilder. Wir haben nämlich 99er Teambuilder, dazu noch ein paar Superstar-Herkunftskarten. Wir haben dynamische Karten, die über den Memorial Cup betreffen. Schauen wir uns natürlich alles an. Und ein paar Primetime-Karten, die sich auch auf die Team of the Season auswirken. Damit geht's los. Fangen wir direkt an mit den neuen Teambuilder-Karten. Bisher haben wir ja mit Coburn, Primo und Raymond 398er, jetzt kommen 399er dazu. Der Weg, wie man die machen kann, schauen wir uns danach an. Ich will euch erstmal unvoreingenommen die Karten zeigen, bevor wir uns dann um den Upgrade oder wie man die machen kann anschauen. Anfang macht von dem Minnesota Wild der 99er Nick Bjugstad, ein Center, 1,98 groß, 95 Kilo, mit zweimal jeweils bombardiert, Hammerschuss, Schlenzer, Magier oder Knipser. Dazu Herz und Seele, Gladiator, Dieb, Ausgewogen oder Funke, Buzzing, Zonenwirbler, Arbeitstier, Flügelmann oder Verteiler. Superstar-Fähigkeit, einmal Nahkampf, Panzer, Kreisel, Blitzstart, präziser Pass und kein Wettkampf. Ja, ich meine, mit 2 Meter und 95 Kilo dazu kann man alles auf 99 bringen, egal welchen Wert, ist alles 99. Klar, eine absolut der besten Karten im ganzen Spiel. Fähigkeiten genauso kann man hier, ich würde eigentlich wahrscheinlich nur den Blitzstart anmachen, kein Wettkampf eventuell, aber alles andere braucht er eigentlich gar nicht, Superkarte von Nick Bjugstad. Als nächstes mal von den Anaheim Ducks Alumni, die 99er Stu Grimson, ein rechter Flügelspieler, auch ihn kann man natürlich logischerweise auch im Center einsetzen mit 99 im Faceoff. Er ist 1,96 groß, hat 105 Kilo, dazu mit Bussing, Verteiler, Arbeitstier, Flügelmann oder Funke, auch alles zweimal. Wir haben noch bombardiert, Hammerschuss, Schlenzer, Magier oder Zonenwirbler. Bringt natürlich alles der Karte kaum noch was, ist alles nur für die anderen Spieler ringsherum, mehr oder weniger. Dann noch zweimal Herz und Seele, Gladiator, Dieb, Ausgewogen oder Knipser. Von den Superstar-Fähigkeiten haben wir Urgewalt, gleichfalls Tore-Monster, außerkornes Vorbild, kein Wettkampf und Wildheit. Also, auch hier kann man alles auf 99 pushen, super Karte. Klar, der andere ist nochmal 2 cm größer, aber ein bisschen leicht noch. Also es nimmt sich eigentlich nichts, wie man das da im Center einsetzt. Ich persönlich, daher, dass der hier links schießt, würde ich den eher im Center einsetzen. Ich komme zu rechts schießen, im Center nicht klar. Von dem her wäre die Option für mich hier eher der Stu Grimson, dann aber auch als Center. Der dritte im Bunde ist der 99er Colton Parayko von den St. Louis Blues. Linker Verteidiger, 1,98 groß, 104 Kilo, mit Buzzing, Verteiler, Arbeitstier, Flügelmann oder Knipser. Dazu noch bombardiert, Hammerschuss, Schlenzer, Magier oder Funke. Und wir haben noch Herz und Seele, Gladiator, Dieb, Ausgewogen oder Protektor. Superstar-Fähigkeiten sind Monty, Wildheit, kein Wettkampf, Schickschon, Rauswurf und goldenes Shutdown. Auch hier alles bei 99, außer er kann keine Phaser spielen. Gucken wir mal, ja, wir kriegen auch Scanning auf 99, also auch eine 99er Karte. Nicht als Center einsetzbar, aber für die Maße allein. Und bei dem auch bei den Fähigkeiten auch eine der absolut besten rechtschießende Verteidigerkarten. Jetzt gucken wir uns mal den Weg an, wie man die machen kann. Jetzt kommt nämlich der leichte Abfall hier. Kommen wir damit zu den Sets, beziehungsweise es gibt nur ein einziges Set, so mehr schaut es hier gar nicht aus. Ne, es gibt nur ein einziges Set. Und zwar dieses hier, ihr müsst dafür 2 von den 98er Teambildern oder reingeben, um einen der 99er zu bekommen. Und da ist eben das Problem, also ich bin mit meinem Primo spielt in der zweiten Reihe, der Coburn ist gerade in der zweiten Reihe, glaube ich, im zweiten Verteidigungspaar. Ich weiß nicht, ob für den +1-Anstieg, ich meine, klar, das sind beides, alle drei neuen Karten sind super, aber die davor waren auch super. Ich weiß nicht, ob ich das hier investieren würde, 2 abzugeben, um dafür einen zu bekommen, um dann ein +1 zu steigen. Also das kommt natürlich auf euer Team an. Klar, wenn ihr jetzt halt noch am Anfang seid oder hier wenig klar Spieler drin habt oder ihr müsst auch erstmal 2 Teambilder haben, von dem her denke ich mal, dass die meisten, die überhaupt in Frage kommen, hier dieses Set zuzumachen oder die Spieler hier reinzugeben, auch ein dementsprechend starkes Team haben, ein paar 99er drin haben, Matthews, McKinnon, McDavid, die ganzen, wo es halt übergab, also auch wahrscheinlich auch dann echt Geld investiert haben ins Spiel. Also wenn ihr wirklich nur noch einen oder 2 Spieler unter 99 habt, dann würde ich es vielleicht empfehlen, aber so für die ganze Allgemeinheit würde ich jetzt weder noch einen Teambuilder anfangen, und meine, die Wege habe ich in anderen Videos schon ausführlich erklärt. Wenn man erstmal 90er machen muss, dann auf 94, dann auf 98, also das ist ein Weg, den ich jetzt überhaupt nicht dran nachdenken würde, hier anzufangen. Und auch bei dem Set, ich glaube echt, ich bleibe lieber bei meinen 298ern und lasse das Set hier gut sein. Meine persönliche Meinung, gerne mal dazu schreiben, wie ihr das seht, ob ihr, ja, vielleicht habt ihr ja alle drei, aber selbst wenn ihr alle drei Teambilder 98 gehabt, selbst da müsste man sich entscheiden, wer bleibt denn übrig. Also
Ich würde es nicht machen, nee. Dann haben wir noch neue Hockey Roots Karten, wo es um den Memorial Cup geht. Also die vier Meister der Junioren liegen, also OHL, WHL, QMJHL und das gastgebende Team von den St. John Sea Dogs. Die vier Mannschaften spielen einen Pokal, spielen eine Meisterschaft, spielen den Memorial Cup aus. Und da ist so, wo den Memorial Cup gewinnt, die zwei Spieler gehen auf 99 hoch. Der Finalgegner geht auf plus 3 hoch, also dann auf 97, und die Dritt- und Viertplatzierten vom Memorial Cup gehen um plus 1 hoch auf 95. Schauen wir uns die Karten mal ganz kurz an. Das sind natürlich alte Bekannte, die man schon zigfach gehabt hat. Dem hat man gestern sogar, deswegen will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, weil die mal eigentlich gestern schon die gleiche Karte hatten. Maverick Borg von den Shawinigan Cataractors. Wir haben William Dufour von den St. John Sea Dogs. Zachary Massicotte hatten wir auch erst, genau. Mason McTavish, der Lockenkopf, natürlich. Jack Neighbors, auch die berühmten Gesichter, die waren Luke Prokop, haben wir sogar eine Gratiskarte gehabt dieses Jahr. Und Villeneuve, nicht verwandt, verschwägert mit dem Formel-1-Fahrer. Gavin White ist noch der Letzte dazu. Also einer davon oder zwei davon würden auf 99 steigen. Gucken wir uns dann erst an, wenn es soweit ist, wenn wir wissen, wie es da weitergeht. Und dann kann man die auch wirklich bewerten. Ich würde jetzt, wenn ich einen ziehen würde ich ihn generell erstmal alle aufheben. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Dann haben wir noch neue Superstar-Herkunftskarten von den Boston Bruins. Anfang mal hier der 94er Tuukka Rask, ein Goalie, 1,91 groß, 80 Kilo, mit bombardierter Verteiler, dazu noch Deep, No-Timer und leichte Arbeit. Ja, da ist so das Problem eigentlich. Zwei Fähigkeiten, die euch nicht wirklich weiterhelfen, wobei eben dieses goldene Pfosten nicht mehr so ausschlaggebend ist. Wer Tuukka Rask mag, der ist mit der Karte auf jeden Fall gut aufgehoben. Der nächste ist der 95er Mark Recchi, linker, ein rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 88 Kilo, mit Bussing oder Funke, dazu noch ausgewogen, Scharfschütze und präziser Pass, auch beides Fähigkeiten, wo ich kein Fan davon bin. So kommen wir auf 94 Beschleunigung, alternativ auf 93 Tempo. Ich glaube, da würde ich sogar fast mit dem Funken gehen, um auch das Bodychecken noch zu erhöhen, weil er eben doch nicht der Größte ist. Ausgewogen kann man hier anmachen, Ausdauer nur bei 88 von Haus aus. Schuss im mittleren 90er Bereich, die Hände fast perfekt, defensiv auch brauchbar. Widerstandsfähigkeit auch nur bei 83 ist ein leichtes Problem. Verteidigungswerte sind auch im hohen 90er Bereich die wichtigen, also gute Karte von Mark Recchi. Und der Letzte im Bunde ist der 97er David Krejci. Ein Center, 1,83 groß, 85 Kilo mit Hammerschuss oder Buzzing, dazu noch Arbeitstier, drittes Auge und Kreisel. Aber dann für eine 97er Karte halt 92 am Face-Off ist okay, aber ja, wünscht man sich ja auch mehr, dann auch keine, weder eine Synergie noch eine Fähigkeit dabei, wo das noch nach vorne bringt. Sehr schade. Mit 92 Beschleunigung, 92 Tempo kann man uns auch noch pushen auf 94 und 93. Halt auch nicht der von der Größe her nicht der ideale Flügelspieler. Schuss zwar im hohen 90er Bereich, Hände sind perfekt, defensiv auch brauchbar, aber auch so eine Karte, wo ja der Wert höher ist, als ihr eigentlich davon kriegt. Und dann haben wir noch neue Primetime-Karten, damit auch die übrigen Team of the Season-Karten ein bisschen gepusht werden. Ich kann nicht gleich sagen, Tim Wohlgemuth ist nicht mehr dabei. Aber wir haben den 96er Elmer Söderblom von Frölunda, der jetzt erst kurzem bei den Red Wings unterschrieben hat. Ein Center, 2,03 Meter groß, 108 Kilo, mit Gladiator oder Protektor, dazu noch Flügelmann, drittes Auge und Urgewalt. Ja, mit 99 am Face-Off und bei der Größe, also Bombenkarte, was den Center angeht, ist auch okay, wenn er nicht ganz so schnell ist. Alle wichtigen Werte im hohen 90er Bereich. Gladiator braucht ihr gar nicht. Kriegt man so mit Protektor an den Schuss auch noch von der Schlagschusspräzision auf perfekt. Super Karte von Söderblom und damit auch seine Team of the Season gestiegen auf 96. Als nächstes haben wir den 97er Per Aslund aus Färjestad und den müssen wir uns echt anschauen. Wir gucken erstmal die Karte an, dann gucken wir die Vorgänger an. Das war eine 96er Karte. Also er ist ein rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 83 Kilo, mit Knipser oder bombardiert. Das ist noch Gladiator, Nahkampf und Außerkorn als Vorbild. Auch alle Werte Richtung Endgame, super Karte von Aslund, egal wie man es dreht und wendet. Nahkampf würde ich hier anmachen. Aber jetzt gucken wir uns mal seine 96er Karte an. Die war vom Skating um 10 weniger wie die. Also wir hatten hier, haben jetzt hier 96 Beschleunigung, 97 Tempo. Die Karte da vorne, 96er Karte, war bei 86 Beschleunigung und 87 Tempo. Also zwar jeder Wert sonst nur um plus 1 gestiegen, aber Skating an sich steigt um plus 10. Das muss mal jemand verargumentieren, bitte. Als nächstes haben wir aus Lexan den 97er Max Veronneau, linker Flügelspieler, 1,85 groß, 88 Kilo, mit Hammerschuss oder Protektor, dazu noch ausgewogen. Kein Wettkampf und Grabsch. Kann mir durchaus den keinen Wettkampf anmachen. Wir haben 95 Beschleunigung, 95 Tempo, der Rest ist vom Skaten auch bei 99. Schuss ist fast perfekt, kann man damit Synergien dementsprechend auch noch hochpushen. Hände im Schritt bei 96, Checking-Werte sind perfekt. Also auch super Karte von Veronneau und damit auch seine Team of the Season gestiegen auf 97.
Von Örebro Hockey den 95er Jonas Enroth, ein Goalie, 1,80 groß, 75 Kilo, mit Magier der Arbeitstier, dazu noch Verteiler, leichte Arbeit und goldene Pfosten zu Pfosten. Ja, allein aufgrund seiner Größe fällt er halt auch wieder durchs Raster. 67 Aggressivität ist toll, aber auch die anderen werden im hohen 90er Bereich außer Handschuh, was eigentlich auch wichtig ist, nur bei 91, also leider fällt er komplett raus. Dann haben wir von Skelleftea den 94er Linus Carlsen, ein Center, 1,85 groß, 81 Kilo, mit Funke, der Flügelmann, dazu noch Dieb, Kreisel und Urgewalt. Könnte man hier fast sogar beides anmachen. Mit dem Dieb ankommen auch vom Face-Rating auf 99, für den Flügel ist es schon wieder zu langsam, mit 91 Beschleunigung, 91 Tempo, gerade maximal auf 93 Beschleunigung pushen. Schuss von der Kraft her ist perfekt. Die Genauigkeit im mittleren 90er-Bereich, Hände im Schnitt bei 95, Defensivwerte leicht drunter, also brauchbare Senderkarte. Klar gibt es ja bessere, die größer sind, aber ich sag mal auch so für die Neueinsteiger, beziehungsweise die noch nicht so lange dabei sind, eine brauchbare Senderkarte. Der zweite von Skelleftea ist der 96er Jonathan Pudas, ein linker Verteidiger, 1,78 groß, 79 Kilo, mit Bombardier oder Funke, dazu noch Bussing, Schick schon und präziser Pass. Ist halt für eine 96er Karte auch einfach zu langsam für 1,78 Größe, nur kommen auf 93 Beschleunigung, auf 92 Tempo, Schuss auch nicht ganz perfekt, da haben auch welche, wo schon gerade so Team of the Season oder so europäische Spieler, wo dann zumindest die Kraft perfekt war, Hände sind im hohen 90er Bereich, defensiv auch brauchbar, aber mir wäre generell zu klein, damit auch so eine Team of the Season, aber zumindest gestiegen auf 96. Einen haben wir noch, und zwar vom HC Davos, den 96er Andres Ambühl, linker Flügelspieler, 1,75 groß, 86 Kilo, mit Schlenzer oder Arbeitsziel, dazu noch Buzzing, ganz allein und außerkonnes Vorbild. Ja, leider beide zwei Fähigkeiten, die man nicht braucht, bis man nicht mehr braucht. Wir haben 94 Beschleunigung, 96 Tempo, kann man auch 96 und 97 pushen. Racing und Skating wäre dann auch bei 99, Schuss im hohen 90er Bereich, Hände im hohen 90er Bereich. Klar nicht der größte, aber sicher eine brauchbare Karte von Ambühl. Dann haben wir noch neue Meilensteinkarten. Ich sehe aber nicht, für was die den Meilenstein haben. Schauen wir uns auch nur Adam Larsson an. Die anderen zwei wären Jordan Eberle und Ryan Donato. Also Adam Larsson von den Seattle Kraken ist ein linker Verteidiger, 1,91 groß, 95 Kilo, mit Arbeitsziel oder Protektor, dazu noch Herz und Seele, Rauswurf und Eisklotz. Ja, andersrum wäre es besser gewesen. 92 Beschleunigung, 92 Tempo, kann man noch die Beschleunigung auf 94 pushen, Schuss von der Kraft her perfekt, Genauigkeit noch im niedrigen 90er-Bereich, beziehungsweise bei 92 mit Synergien an, weil ich hier beim Arbeitsziel eher wäre. Hände im mittleren 90er-Bereich, defensiv ist er echt gut, genauso wie die Verteidigungswerte gut sind, kann man sicherlich einsetzen, diesen Adam Larsson. Damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angekommen. Also ganz ehrlich zu den Teambildern nochmal, ich glaube nicht, dass ich hier meinen Keith Primo rausnehmen würde, auch wenn der eine echt nice wäre von Minnesota oder auch der Stu Grimson, aber ich glaube nicht, dass ich den hier rausnehmen möchte. Und genauso schaut es eigentlich auch bei Braden Coburn aus. Gleich bräuchte ich noch einen Rechtsschießenverteidiger. Ich spiele gerade mit vier Linksschießenden, aber da ist mir echt zu, die zwei Spiele herzugeben, um dafür einen zu bekommen, ist mir doch vom Aufwand, von den Kosten zu viel. Klar, ich habe auch noch einen Use auf der Bank, einen 98er, habe glaube ich nochmal einen 99er draußen, aber also ich für mich persönlich, glaube ich, werde ich das nicht machen. Gerne mal, wie gesagt, dazu schreiben, wie ihr das gemacht habt, ob ihr den Tausch macht oder ob ihr sagt, nee, ich bleibe bei meinen 98er, weil es ist auch nicht so viel Unterschied. Wir können uns mal die Karten nochmal anschauen, jetzt mal einen Vergleich machen. Die Verteidiger sind schwer zu vergleichen, weil der eine rechts schießt und der andere links. Aber rein von den Synergien ist der Parayko klar besser. Auch die Karte an sich ist besser, aber rein vom Skating einmal nur ein Unterschied von plus 4, was man immer genau nimmt. Und das halt, ja, wie gesagt, die Synergien doppelt mitbringt. Aber das ist mir der Aufwand nicht wert. Auch wenn man Coburn mal mit allen, den Primo mit allen vergleicht. Zumal der auch echt gute Fähigkeiten dabei hat. Auch hier alles bei 99, außer die Widerstandsfähigkeit. Die hätten wir hier halt auch noch bei 99. Aber wegen einem Wert da, das ich, also nee. Wäre höchste Überlegung, wenn ich nochmal irgendeinen ziehe, da ich sage, okay, ich kann dann einen davon rausnehmen, wäre noch die einzige Option, aber ich glaube nicht, ja. Damit sind wir am Ende vom heutigen Video angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich zweifle immer noch mit mir selber, ihr kriegt's bestimmt mit. Und dann sehen wir uns die Tage, wieder immer dran denken, sauber bleiben, Kanal liken, Video abonnieren und so schaut's aus. Andersrum. Ciao.